Würdest du gern einen kleinen Trip um die Welt mit mir machen? Ganz im Ernst? In Cars 2 gehen unsere Helden auf Weltreise. Und wir haben jeden Ort besucht, an dem sie gewesen sind. Das hier ist nicht Radiator Springs. Fällt dir das jetzt gerade erst auf? Die Authentizität des Films ist ungeheuer wichtig. Und so machten wir einen 12-Tage-Trip durch 6 Länder, fotografierten, filmten und versuchten, alles auf uns einwirken zu lassen. Wir wollten, dass man mit den Helden mitfühlt. Die Länder sollten authentisch aussehen. Was wir taten, nennen wir verautolichen. Wir verwendeten Bauwerke, die man auf den ersten Blick erkennt. Ah, der Eiffelturm. Doch dann sieht man unten ein Rad und auf der Spitze eine Zündkerze. Caramba. Wir versuchten, Autoteile in jedes Szenenbild subtil einzubauen. Deshalb fühlt sich alles so echt an. So, als ob Autos in diesen internationalen Städten und Ländern leben würden. Du bist dran. Die Reise begann in London. 1,5 Tage lang drehten wir Videos und fotografierten alle Sehenswürdigkeiten. Das London Eye, den Big Ben, das Parlament. Ich finde nicht, dass das hier so ist wie in Radiator Springs. Aus Big Ben wurde Big Bentley, ausgestattet mit Teilen eines Bentleys. Hören Sie, ich glaube, ich muss abzischen. Mein Flug geht gleich. Weiter ging's nach Paris, wo wir vom Motorrad aus alle Sehenswürdigkeiten von Paris drehten und fotografierten. Den Triumphbogen, den Louvre. Notre Dame wurde verautolicht eingekleidet. Bist du nicht mehr bei Trost? Noch eine Stunde bis Porto Costa. Wir sind in Bella Italia, in der Heimat. An der italienischen Mittelmeerküste sieht man Autoteile in die Felsen der Berge eingearbeitet. Das Casino liegt auf der Spitze eines verautolichten Berges. Es ist ein schöner, idyllischer Ort mit klarem Wasser und mit Yachten im Hafen. Es sieht aus wie ein Gemälde. Unglaublich. Mit seinen exklusiven Ständen ist Porto Corsa ein Tummelplatz der oberen 10.000. In Japan waren wir begeistert von den Gebäudestrukturen, den Farben und Geräuschen. Domo arigato! Wir wollten, dass es Nacht ist, damit man die typische Neonbeleuchtung und die Lampignons in den Gassen sieht. Wow, so eine Karate-Show wollte ich immer schon mal sehen. Der Film ist wie ein Liebesbrief an all diese Länder. Guido, che bello rivedervi! Wir haben diese exotischen Locations auf der ganzen Welt. Richtig romantische, coole Orte, an die jeder gern hinreisen möchte. Und darüber freuen wir uns sehr. Von jetzt an begleitest du mich zu allen meinen Rennen. Das ist doch mein Wort.